Gestimmt. Ach, ja, die Taktik oder die Idee war einfach voll auf andere spielen. Ich denke mal, das haben wir auch gemacht von der ersten Minute oder von der ersten Sekunde an. Ja, mit einer sehr offensiven Ausrichtung, die aber richtig gut geklappt hat. Mit uns drei da vorne drin. Trotzdem variabel gespielt, schwer für den Gegner zu bespielen. Und ja, der Sieg hätte ein bisschen mehr ausfallen können, aber die drei Punkte sind bei uns, das ist das Wichtigste. Peter, wir haben auch schon Wasser für dich vorbereitet. Erstmal möchtest du schon trinken. Du hast ja da unten schon viele, viele Interviews gegeben, ja? Trink ruhig mal einen Schluck. Komm, die Zeit haben wir. Alles gut. Peter, wie groß war der Stein beim letzten Auswärtsspiel, als du die Tore gemacht hast? Wir haben das Gefühl, alle hier im Saal, im Raum, im VIP-Raum, in der Werners-Grüner Business Lounge, dass natürlich ein Riesenstein von dir abgefallen ist, dass du endlich mal die Tore gemacht hast, so wie es alle erwartet haben. Natürlich Sport ist Sport, gar keine Frage. Aber wie schwer war dieser Stein? Klar, das ist eine Erleichterung, aber ich habe mich in den ganzen Wochen nie verrückt gemacht. Das Gute war, dass ich in den ganzen Spielen die Chancen hatte, dass die Laufwege gestimmt haben. Die Nase war da, aber klar bin ich froh, dass jetzt im letzten Spiel der Knoten geplatzt ist. Dass ich heute da weitermachen konnte, wo ich in Würzburg aufgehört habe. Und ja, zwei Spiele, 6 Punkte, top Ausbeute. Wie wichtig war das Tor für dich? Du bist ja sofort Richtung Trainerbank, du bist da hingeschlittert wie Katharina Witt auf dem Eis, ja? Wie wichtig war für dich dieses, oder warum bist du genau zur Trainerbank gerannt eigentlich? Ja, das ist nicht nur die Trainer, sondern auch die ganze Mannschaft, die einfach gerade in den letzten Wochen, in den ganzen Spielen immer voll, also zu 100% hinter mir standen, mich immer unterstützt haben, mich nie haben irgendwie fallen lassen, auch wenn von außen Kritik an uns rankam oder an mich rankam. Ja, ich wollte einfach zeigen, dass wir einfach eine Mannschaft sind, nicht nur auf dem Platz, neben dem Platz, dass wir eine geile Truppe sind und ich denke mal, das sieht man auch mittlerweile auf dem Platz. Ich glaube, das ist ja auch gut gelungen mit deinem Team, mit unserer Mannschaft natürlich insgesamt und dennoch mal eine Riesenchance in der 74. Minute. Ja, nicht nur die. Ja, die, das ist die einzige, die wir jetzt ansprechen, ja, da gibt es natürlich viele Chancen, logischerweise, aber das war nochmal ein ganz knappes Ding, oder? Ja, ich denke mal, das Backspiel, das überragen wir zusammen, also der legt mir super auf. Ich treffe ihn eigentlich auch ganz gut, aber ja, dafür hat der Gegner auch ein Torwart drin. Trotzdem hätte ich ihn mal reinmachen müssen. Definitiv, sind wir uns einig. Peter, kurze Bemerkung noch zum Publikum. Wir hatten heute gegen Meppen im Vorverkauf, waren die Zahlen gar nicht so viel, aber wir haben heute auch einen Rekord, müssen wir dazu sagen, das wissen die wenigsten heute. Wir haben also über 1.900 Zuschauer, Fans, Gäste an den Kassen gehabt. Das hatten wir das letzte Mal vor 4 Jahren und das ist, glaube ich, auch ein ganz großartiges Zeichen an unsere Fans. Der Bedarf ist da, die wollen auch kommen. Auch so ein Spiel gegen Meppen, wo wir im Vorfeld gedacht haben, das ist ein bisschen tote Hose. Ja, aber ich glaube, das habt ihr auch gemerkt auf dem Platz. Ja, es ist immer geil, wenn die Fans da sind, wenn das Stadion gut gefüllt ist. Ja, und da auch auf jeden Fall ein riesen Lob an die Fans, an die ganzen Zuschauer, die da waren, die eine gute Stimmung gemacht haben, die uns angepeitscht haben. Ja, so muss es einfach weitergehen, weil ich denke mal, jeder Fußballer weiß, wie wichtig es ist, einfach geile Fans hinter sich zu haben, die einen vorantreiben, egal ob es gut läuft oder nicht gut läuft. Ja, wir müssen einfach diese Euphorie weiter vorantreiben. Hoffentlich im nächsten Heimspiel noch mehr Fans ins Stadion locken. Ja, und uns einfach da oben festsetzen, wo wir auch gerade aktuell in der Tabelle auch sind. Und weißt du, was so schön ist? Selbst die Volksbank-Tribüne, so wie wir alle hier stehen, ja, hier links, rechts in der Mitte, so allmählich kommt ihr ja auch so ein bisschen in Schwung. Ja? Das ist das Schöne. Und ich sage euch mal eins, da müssen wir auch noch ein bisschen mehr tun. Aber wir sind auf gutem Weg, denn die Stimmung auch heute war sensationell. Insgesamt, glaube ich, Meppen habt ihr so eingeschätzt, wie sie gespielt haben, oder habt ihr mehr von denen erwartet? Schwer zu sagen. Also wir wussten, dass Meppen gute Jungs drin hat, auch einen guten Fußball spielen kann. Aber ich denke mal, das Wichtigste, das Wichtigere war, dass wir unseren Fußball, unser Spiel durchgebracht haben, um einfach Meppen nicht ins Spiel kommen zu lassen. Das haben wir gut gemacht, wir haben die gut bespielt. Über 90 Minuten, klar gab es Phasen, wo wir ein bisschen, ja, vielleicht den Faden verloren haben. Aber über die ganze Spielzeit waren wir klar die bessere Mannschaft und die 3 Punkte sind auch verdient bei uns geblieben. Definitiv verdient, deswegen Glückwunsch an die Mannschaft. Platz 4, laut Tabelle, ne? Laut Live-Tabelle, müsste so sein. Lisa liegt nochmal genau, Platz 4. Glückwunsch, wir sind auf gutem Weg und Dankeschön. Es war ein geiles Spiel und ich denke, nächstes Live-Spiel wird es voll werden. Dankeschön. Matthias Leitsch.